Don't worry, I'm not gonna scream. Bevor ich mit meinem Text anfange, möchte ich kurz etwas zu mir erzählen. Ich bin Studentin, oder besser gesagt, ich war Studentin an der ETH Zürich. Ich habe abgebrochen. Ich studiere jetzt was anderes, und zwar, oder fange bald an zu studieren, in Luzern an der Uni, Philosophie, sehr, sehr cool. Aber ich befinde mich jetzt im Moment so in einer komischen Zwischenphase. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber es fühlt sich so an, wie als würde ich immer noch in die Vergangenheit, mich an die Vergangenheit krallen, und die Zukunft krallt sich schon an mir. Und ich bin so zwischendrin. So. Und ich habe über das einen Text geschrieben. Und ja. Er heißt Das Mädchen mit dem roten Haus in der linken Hosentasche. In der Ferne sind leise die Sommergesänge der Vögel zu hören. Der Wind lässt die Haare der Bäume waschen und lässt neugierige Sonnenstrahlen einen Blick auf ihr kindliches Gesicht werfen. Mit geschlossenen Augen wird sie von der Neugier aufgewärmt. Nichts ist so, wie sie es wollte. Und nichts wird so sein, wie sie es sich vorgestellt hatte. Langsam öffnet sie die Augen, um festzustellen, dass die Sonnenstrahlen vor Schreck verschwunden sind. Auch sie sollte langsam verschwinden, bevor die Gedanken kommen und sie einkreisen. Sie steigt auf ihren Weggesellen, das Fahrrad. Sie weiß, dass ihr Zuhause in ihrer linken Hosentasche ist. Dennoch macht sie sich auf die Suche nach ihrer Zukunft. Sie hört die Gedanken hinter ihr eilen, sie einholen, sie umkreisen. Sie trampelt und tritt in die Pedale und entkommt ihnen nur ganz knapp. Der Wind in den Haaren, der erinnert sie an die Bäume, an das Vergangene. Sie hat das Verlangen, die Augen zu schließen. Und steigt ab. Ohne zu wissen, wo sie ist, legt sie sich auf eine Bank. Die Sonnenstrahlen wieder voller Neugier spinseln vom Horizont hervor, wärmen ihren Körper auf, ihre Seele. Bevor sie es weiß, schläft sie ein. Eine vertraute Stimme. Die Worte unerkennbar. Ich schaue in der Dunkelheit umher. Allmählich nahm mein Körper Form an. Ich ging einige Schritte, bis ich in der Dunkelheit ein rotes Haus erkannte. Meine Schritte waren nicht ängstlich, aber vorsichtig. Tausend Gedanken durchströmen mich, bis ich endlich von der Stimme unterbrochen werde. Ich war auch einst ein Baum. Ich wurde zu einem schönen Haus. Wer weiß, wie lange es noch geht, bis meine Holzbretter schimmeln und zerfallen. Irgendwann werde auch ich wieder eins mit der Natur. Nichts bleibt so, wie es ist, und nichts wird so, wie du es willst. Das Schöne an der Zukunft ist das Ungewisse und das Wunderbare an der Vergangenheit, dass es vorüber ist. Was wir jetzt tun, ist beeinflusst von Vergangenem. Und das verändert stetig die Zukunft. Doch wann ist der Zeitpunkt, an dem unsere Zukunft zur Vergangenheit wird? Wann machen wir einen Schritt in die Zukunft und wandeln unsere Welt in Vergangenheit um? Wann wachst du endlich auf? In der Ferne sind leise die Sommergesänge der Vögel zu hören. Der Wind lässt die Haare der Bäume raschen und lässt neugierige Sonnenstrahlen einen Blick auf mein kindliches Gesicht werfen. Mit geschlossenen Augen werde ich von der Neugier aufgewärmt. Nichts ist so, wie ich es will, und nichts wird so sein, wie ich es mir vorstellen könnte.
das Haus in meiner linken Hosentasche ruht. Für immer. Ich möchte noch zum Abschluss ein Zitat sagen von Nietzsche. Allem Zukünftigen beißt das Vergangene in den Schwanz. Danke vielmals.